Hey Sandra, schau, die Tour de France steht wieder an. Kennst du dich eigentlich damit aus? Ja, und zwar habe ich mich nämlich letztens mit Thomas Goldmann, unserem Experten für Profiradsport, darüber unterhalten. Und der hat mir all meine Fragen dazu beantwortet. Ja, cool. Erzähl doch mal. Bei der Tour de France dürfen einige Fahrer ja ganz besondere Trikots tragen. Zum Beispiel das gelbe Trikot. Was hat es denn damit auf sich? Ja, du sprichst es an. Das gelbe Trikot ist das wichtigste Trikot bei der Tour de France. Es wird auch Maillot Jaune genannt und es trägt der Fahrer, der in der individuellen Gesamtwertung führt. Also derjenige, der alle Etappen zusammenaddiert, die niedrigste Fahrzeit aufweist. Zeitbonifikationen und Zeitstrafen inkludiert. Und das grüne Trikot? Was hat es damit auf sich? Ja, beim grünen Trikot sagt man ja oft, es trägt der beste Sprinter der Tour de France. Das ist aber nicht zwingend immer der beste Sprinter, der es hat, sondern der Führende in der Punktewertung. Die Punktewertung bei der Tour de France funktioniert so. Auf jeder Etappe gibt es im Ziel und bei den meisten Etappen bei Zwischensprints Punkte zu gewinnen für die ersten 15 Fahrer. Und wer da die meisten Punkte sammelt, der hat das grüne Trikot. Und da es auf Flachetappen in der Regel mehr Punkte zu vergeben gibt als auf Bergetappen, hat meistens auch ein Sprinter das grüne Trikot. Das mit den Zwischensprints musst du jetzt aber nochmal genauer erklären. Wie geht das? Ja, das ist im Prinzip ganz einfach mit den Zwischensprints. Also auf jeder Etappe, Einzelzeitfahren und Mannschaftszeitfahren ausgenommen bei der Tour de France, gibt es an einem bestimmten Punkt einen Zwischensprint. Und die ersten 15 Fahrer, die dort durchfahren, bekommen Punkte für das grüne Trikot. Nicht zu übersehen ist auch das weiße Trikot mit den roten Punkten. Was heißt das genau? Und du meinst das Bergtrikot? Ja, genau. Das Bergtrikot bei der Tour de France trägt der Fahrer, der die meisten Punkte an den einzelnen Bergwertungen unterwegs gesammelt hat. Das muss man sich so vorstellen, die Berge bei der Tour de France sind in Kategorien unterteilt und dementsprechend gibt es unterschiedlich viele Punkte. Die meisten Punkte gibt es bei der sogenannten Or-Kategorie, der Ehrenkategorie zu gewinnen, dann die erste Kategorie, zweite Kategorie, dritte Kategorie bis runter zur vierten Kategorie, da gibt es die wenigsten Punkte. Und wer unterwegs die meisten Punkte an diesen Anstiegen sammelt, der hat das gepunktete Bergtrikot. Zum Abschluss erklär mir doch nochmal das weiße Trikot. Ja, das weiße Trikot bei der Tour de France trägt der bestplatzierte Nachwuchsprofi in der individuellen Gesamtwertung. In diese Nachwuchswertung fallen alle Fahrer, die nicht älter als 25 Jahre alt sind. Also für die Tour de France 2022 heißt es, alle, die seit dem 1. Januar 1997 geboren wurden. 2023 ist es dann dementsprechend der 1. Januar 1998, der Stichtag. Im Fernsehen wird häufig der Begriff Peloton eingeblendet oder genannt. Was heißt der? Ja, der Begriff Peloton meint die große Hauptgruppe des Rennens. Nicht die Spitzengruppe, die vorne wegfährt oder irgendwelche Abgängerfahrer, sondern wirklich die Gruppe, in der sich in der Regel das gelbe Trikot und in der sich auch die Hauptfavoriten des Rennens befinden. Das ist mit dem Begriff Peloton gemeint. Noch so ein französischer Begriff ist die Grand Départ. Was heißt das genau? Ja, Grand Départ, das heißt wortwörtlich übersetzt die große Abfahrt. Gemeint ist da der alljährliche Start der Tour de France, der schon an den unterschiedlichsten Orten stattgefunden hat. In der jüngeren Vergangenheit war es so, dass die Tour de France immer öfter im Ausland gestartet ist, wie zum Beispiel 2022, wo der Start in Dänemark stattfindet. Ja, spannend. Nach der Abfahrt geht's ans Fahren. Und da sieht man dann häufig auch so krasse Bilder von Stürzen und Massenstürzen. Ist das nicht eigentlich super gefährlich, so ein Radrennen? Da hast du recht, das ist sehr gefährlich und leider sieht man viel zu oft solche Bilder von ja, teilweise verheerenden Massenstürzen und die haben ganz unterschiedliche Auslöser. Mal ist es so, dass ein Fahrer einfach wegrutscht auf der Straße, mal passiert es, dass sich ein Fahrer mit seinem eigenen Vorderrad am Hinterrad des Vordermanns aufhängt und dadurch eine Kettenreaktion auslöst. Und da ist dann ganz schwierig, noch irgendwie mit den kurzen Abständen zu reagieren. In Zusammenhang mit der Tour de France fällt auch immer wieder der Begriff Besenwagen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, der Besenwagen ist ein Fahrzeug, das hinter dem Fahrer fällt, am Ende der Fahrzeugkolonne hinterherfährt und die Fahrer einsammelt, die die Tour de France aufgegeben haben. Wer also im Besenwagen landet, für den ist das Rennen beendet. Apropos Tour beenden. Es ist doch so, dass für die Fahrer, die aus der Karenzzeit fallen, die Tour beendet ist, oder? Das ist richtig. Diejenigen, die aus der Karenzzeit fallen, für die ist die Tour de France beendet. Mit dem Begriff Karenzzeit meint man den Rückstand, den sich ein Fahrer im Ziel einer Etappe erlauben darf, um nicht aus dem Rennen genommen zu werden. Also das Ganze funktioniert so, je nach Schwierigkeitsgrad und nach Durchschnittsgeschwindigkeit
einer Etappe wird ein bestimmter Zeitaufschlag gewährt, den man im Ziel zu spät kommen darf. Und das wird für jede Etappe ja neu berechnet. Und die Fahrer, die noch im Rennen sind, die haben es ab der Flamme Rouge besonders eilig. Warum? Ja, Flamme Rouge, das heißt wortwörtlich übersetzt auf Deutsch die rote Flamme. Das ist ein roter dreieckiger Wimpel, der den Fahrern symbolisiert, es ist nur noch ein Kilometer auf der jeweiligen Etappe zu fahren. Im deutschen Sprachgebrauch ist dafür eher der Begriff roter Teufelslappen gebräuchlich. Für den letzten Kilometer würde ich mich auch beeilen. Jetzt habe ich mal eine Frage zu einem ganz anderen Thema. Und zwar, die Fahrer, die sind ja mehrere Stunden unterwegs am Tag. Was ist denn, wenn einer mal muss? Ja, da sprichst du ein gutes Thema an. Da gibt es im Prinzip drei Optionen. Variante Nummer 1, die Fahrer halten am Straßenrand an und gehen da ihrem Geschäft nach. Das passiert aber in der Regel nur, wenn das Rennen ruhiger ist. Entweder nach dem Start der Etappe, wo sich die Ausreißergruppe schon gebildet hat, oder mittendrin mal. Variante 2, ein Fahrer pinkelt während der Fahrt und lässt sich dabei von einem oder von zwei Teamkollegen schieben, erfordert aber auch viel Übung. Variante Nummer 3, und das ist wirklich nur die absolute Notfalllösung, wenn es gar nicht anders geht, wenn das Rennen gerade voll im Gang ist, sie lassen es einfach in die Hose laufen. Ja, das muss man wollen, ne? Wer viel Rad fährt, braucht auch mal Zeit zum Regenerieren. Gibt es da sowas wie Ruhetage bei der Tour de France? Ja, Ruhetage sind sehr wichtig auch für die Radfahrer und es gibt in der Regel bei der Tour de France 2 Ruhetage. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie zum Beispiel 2022. Da die Tour de France da in Dänemark startet, braucht man nach den ersten 3 Etappen sozusagen einen Logistik-Ruhetag, um überhaupt den riesigen Tourtross mit den ganzen Autos und den LKW von Dänemark nach Frankreich umzusetzen und dort das Rennen fortzusetzen. Nach vielen Fahrtagen und ein paar Ruhetagen kommt irgendwann die letzte Etappe. Auf der gibt es dann die Tour d'honneur. Was genau ist das? Ja, Tour d'honneur, das heißt wortwörtlich übersetzt die Tour der Ehre. Auf der letzten Etappe ist es ganz oft so, dass die in den Vororten von Paris startet. Und dort sieht man ganz häufig nach dem Start dann viele Fahrer Champagner trinken oder für Fotos posieren. Sie bekommen sozusagen die Ehre für die vorangegangenen Qualen der ersten 3 Wochen. Und auf dieser letzten Etappe ist es dann auch ganz häufig so, dass das Rennen wirklich erst richtig losgeht, sobald die Champs-Élysées, die Zielrunden dort erreicht werden. Da wird erst das Radrennen richtig ausgefahren. Und da gibt es auch einen Ehrenkodex im Fahrerfeld, der besagt, dass auf dieser letzten Etappe Gesamtklassement nicht mehr angegriffen wird. Aber halten sich alle dran? Nein, es halten sich nicht immer alle Fahrer daran. So, jetzt haben wir die ganze Zeit über Männer gesprochen. Aber wie sieht es denn aus mit den Frauen? Gibt es eine Tour de France für Frauen? Ja, 2022 gibt es auch eine Tour de France für Frauen. Die Tour de France Femme. Sie führt über 8 Etappen und sie starten an dem Tag, an dem das Männerrennen in Paris auf den Champs-Élysées ankommt. Das Ziel bei den Frauen ist aber nicht Paris wie bei den Männern, sondern die letzte Etappe endet mit einer Bergankunft in den Vogesen an der Planche de Belleville. Ja, cool. Auf die Tour de France der Frauen freue ich mich am meisten. Ja, cool. Jetzt weiß ich wirklich Bescheid. Dann kann sie jetzt losgehen mit der Tour de France und der Tour de France der Frauen. Genau, da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt geht's erstmal ab nach Hause.